ein bisschen Nuketown, Herrschaft war das. Und ich bin ziemlich abgegangen. Das war, glaube ich, sogar meine beste Runde. Und ja, ich will ihn mal mit euch gemeinsam angucken. Und ja, dann würde ich sagen, geht's los. Suche nach Schlüsselposition und Operation. So. Sichern die Ziele. Alpha ist abgesichert. Ja, der Todbau hätte man nicht kriegen können. Da seht ihr, ich habe eine neue Klasse genommen, habe noch mal aufs Maul bekommen. Stehen 0-2. Ganz am Ende war es dann halt ärgerlich, fand ich. Bestätige den Abschuss. Sicher, Bravo. Falls ihr euch fragt, was ich auf der M8 gespielt habe, schnelles Magazin, Magazinerweiterung. Vollmantel und Großkaliber, glaube ich. Deswegen konnte ich die Gegner so schnell droppen. Hier, da seht ihr schon, Blutgrundfisch, hier 5-2. So, da habe ich gedacht, da würde noch einer sein, weil sich da, glaube ich, irgendjemand hingelegt hat. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Kalt gemacht. Da seht ihr 45 vor Geist. Der ist erledigt. So, Geist. Geist in Bereitschaft. Den habe ich auf B gesetzt, weil ich finde, Geist auf die Mitte zu setzen bringt so das meiste. Bravo ist abgesichert. Da habe ich, glaube ich, hier seht ihr auch mal mein Team, da war der Merlin war bei mir in der Party, der Patschi war bei mir in der Party und die mit X-Game Clan Deck waren dann noch ein paar Randoms, die aber auch ziemlich abgegangen sind. Wo ich glaube, wo keiner einen Nuke gespielt hat. Feind am Boden. Wir verlieren B. So, jetzt seht ihr es. 12-4. Und dann ging ich richtig ab. So als kleiner Spoiler, ich habe ab da keinen Tod mehr kassiert. Ab dem 12-4 gerade eben habe ich keinen Tod mehr kassiert. Und falls sich jemand aufregt, warum ich so defensiv gespielt habe, ich weiß es selbst nicht. Da bin ich dann wieder ein bisschen offensiver gegangen. Da hat dann der eine andere vielleicht ein Orbi rausgenommen, glaube ich. Da habe ich gedacht, der wäre down. Und falls ihr euch fragt, warum ich immer Vorräte dabei habe, ich finde, Vorräte ist eigentlich sogar eine der besten Sachen, die es gibt. Weil du kannst halt alles rausbekommen. Bedrohung neutralisiert. Hier 21-4. Merkt euch mal das 12-4. Und guckt dann mal, wie viele Kills ich da noch gemacht habe. Ich war dann auf ein ganz Streak war ich 24er. So, als Spoiler. Ey, ihr werdet ja selbst sehen. Oder ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war eine 24er. Zählt mal mit, sobald ein skrupellos kommt, zählt mal mit auf, zählt mal mit ab skrupellos, wie viele Kills ich da noch mit meiner M8 gemacht habe. Der King Kev ist danach die Runde auch abgegangen.
wenn ihr wollt, dass ich mal öfter so meine guten Runden zeige oder einfach mal ein paar Gameplays gucke von Deutschen, die gut sind, dann lasst ein Like da, 5 Likes, dann mache ich. Das habe ich, falls ihr sehen wollt, dass ich das wirklich erspielt habe, hier seht ihr rechts oben live Mutter Mandy. Hier könnt ihr es auch noch sehen. Da wollte ich so schnell wie es geht den Geist raushauen. Da habe ich gekämpft, weil ich wieder kurz vor Geist war. Dann der Hater hat wieder alles gemacht. Ihr seht, wie ich die ganze Zeit, wie ich nicht mal mithalten konnte, weil ich schon wieder direkt einen Geist hatte. Da wusste ich dann auch ohne Hate, dass da jemand an Ziel ist. Jetzt falls ihr euch manchmal fragt, hey, wie habe ich die gesehen? Habe ich Wallhack? Nein, habe ich nicht. Aber guckt mal links oben, ich spiele meistens mit Minimap, wenn wir einen Hater oder Drohne haben. Gucke ich immer auf die Minimap. Deswegen wusste ich auch, dass der da stand. Hier, da seht ihr skrupellos. 32,4. Aber es fehlt halt leider nur eine Gunstreak für Nuklear, weil sonst hätte ich glaube einen geschafft. Weil der Geist ja schon ziemlich viel gemacht hat. Skrupellos ist übrigens 20er Killstreak. Mit Gun, also 20er Gunstreak. Ich war glaube das erste Mal, wo ich. Also einmal bin ich auch schon kurz vor Nuklear gestorben. Aber da bin ich nicht gestorben, da war die Runde dann zu Ende. Den hätte ich auch ohne Hater niemals gesehen. Zählt mal, ab damit hier, also ab dem Skrupellos, hab ich ja gesagt, zählt es mal mit und schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Weil Skrupellos war ja jetzt schon. Das sind 20 Kills mit Gunstreak. Und dann zählt mal, ob ich noch früher gekommen bin. Ihr seht ja immer das, was da steht. Kills stehen da nie. Und da habe ich einfach gedacht, hey, was mache ich? Bin die ganze Zeit an den Gegnern vorbeigelaufen. Ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich die Nuklear gehabt. Hier 40-4. Ich habe auch noch eine gute Runde auf Lager, wenn ihr wollt, zeige ich die dann auch. Und ich würde erstmal sagen, das war's mit dem Video. Jo.